Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Batman Arkham Origins Blackgate Let's Plays. Ich bin Rechterlin, ihr schaut wie bei Games for You. Das Problem, das ich hier habe, ist folgendes. Und zwar, ich habe ein bisschen weitergespielt. Ungewollt, muss ich dazu sagen. Denn ich habe aus Versehen nicht auf Aufnahme gedrückt. Das heißt, wir sind nicht so weit weitergekommen, aber schon ein Stückchen. Ich bitte um Verzeihung in dem Moment. Das Gute ist aber, ich bin gestorben und wir können noch mal ein gutes Stück noch mal neu machen. Das passt von daher ganz gut. So, analysieren. Nee, ich will hier gern mit dem. Ach so, okay, alles klar. Falsch Knopf gedrückt. Super praktisch. Machen wir sie einfach mal alle kaplatt. So wie sie denn wolle. Wir auch. Komm mal her. Wow. Jetzt müsste man nur noch so eine Art Sniper-Elite Knochenbruch wischen haben. Das wäre ganz geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, das ist in Ordnung. Genau hier rum. Uff, 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 uff. Komm raus. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt kommen wir hier rüber. Machen wir den hier kalt. So. Das ist schon mal in Ordnung. Jetzt gehen wir hier rüber. Und machen die beiden Oyois kalt. Hier hast du was. So, und den machen wir platt. Den auch. Jawohl. Das hier ist ein bisschen kompliziert, weil man kann irgendwie nicht von der einen Seite zur anderen hüpfen. Musste ich rausfinden. Den haben wir noch. Super gut. Ich muss sagen, die Speicherstände, die sind ganz schön beschissen gesetzt. Hier in dem Spiel. Ich wollte eigentlich hier so. So, das haben wir wieder. So, hier hoch. Kryptosequenzer, dann machen wir nämlich hier die eine Tür auf. 6-1 muss es sein. 6-1. Ach, an dieser Stelle muss 6-1 sein. Okay, haben wir. Ist offen. Im Grunde genommen eine kleine Abkürzung, die wir jetzt geöffnet hatten. Hier rüber, da rein. Das ist ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Dieses Spiel. So, jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Von hier aus können wir hier rüber gleiten. Das ist in Ordnung. Dann hier rum runter. Den analysieren. Dann nehme ich eine Indiz bekommen. Das hier ist jetzt ein bisschen komplizierter. Nee, mein Freund. Hier will hier weiter runter. Dann hier rüber. Und hier hoch. So, machen wir hier. Müssen wir erstmal scannen, scheiße. So. Hoch, sprengen. Jetzt haben wir den runtergejagt. Können hier rum. Machen hier erstmal einen auf Kryptosequenzer. 5 am Schluss. Na, schade, wäre ja lustig gewesen.
Auch das ist es nicht. 5, 5, 5, 5. Hier, Doppel 5. Das ist bestimmt. So, haben wir. Perfekt. Ist das auch offen? Schauen wir mal, ob wir hier rum können. Hier hoch eventuell. Beziehungsweise versuchen wir mal hier rum zu gleiten. Und jetzt hier rum ebenfalls. Weil da war nämlich Feuer. So. Na, das sieht doch gut aus. Besser als beim letzten Mal zumindest. Schalten wir ihn aus. Machen wir den da platt. Der hier rumballert. Weil ich Leute, die ballern, nicht leiden kann. Okay, sind alle down. Sehr schön. Sehr schön. So. Na, dann gleich mal hier rüber. Bringt uns das alles hier? Nix bringt uns das. So, dann gucken wir uns lieber mal hier um. Ah, da können wir sprengen. Sehr schön. Haben wir hier noch Gelwerfer drauf? Nee, spätestens jetzt haben wir ihn wieder drauf. So. Perfekt, hoch. Hätten wir eigentlich auch drüber klettern können, wenn man es genau nimmt. So, das. Ne, warte mal. Hier unten sind die Batarangs. Das haben wir. Okay, das passt. Hier geht bestimmt wieder sprengen. Okay. Wieder was weggefeuert. Wo sind wir denn jetzt? In der Art Rotunde oder was? Hä? Müssen wir hier irgendwie was machen? Was ist das denn? Drüben ist noch einer. Vielleicht brauchen wir noch einen. Ah, hier ist noch einer, Tatsache. Okay, hat geklappt, perfekt. Ja, wie und jetzt? Was? Ein roter Überbrückungsschalter. The fuck? Das hier jetzt oder was? Wo sind denn diese roten Überbrückungsschalter? Das da oder was? Ah, wahrscheinlich mit Batarang. Was macht ihr denn da? Gibt's überhaupt nicht. Ja, und jetzt? Sind sie doch alle hier, oder nicht? Was ist denn das da vorne?
sind doch aufeinander ausgerichtet. Warum macht die sich dann nicht auf? Vielleicht nicht an der richtigen Stelle oder sowas. Die müssen da ausgerichtet sein, ich verstehe. Na komm. Gerade ich, der so geil auf Rätsel ist. Also das untere ist schon mal in Ordnung. Nehmen wir mal das obere. Das wäre an und für sich auch in Ordnung. Da, jetzt tun die sich nämlich von der Farbe her verändern. Und jetzt hier das da nochmal. Vermute, dass das jetzt klappt. So, jawohl. Wie kompliziert, ey, wie kompliziert. Jetzt öffnet sich die Kammer oder was, wenn wir hier drücken. Leck mich doch am Eimer. So, öffnen, das machen wir mal. Ach, das ist diese Vaintech-Kammer. Klebepatronen. Ein Upgrade für Explosivpatronen. Fließt Klebe aus. Schienensekrete lahmgelegt. Bla bla bla. Das ist in Ordnung. Ja, und jetzt? So hier entlang, oder was? Nö? Ah! Oh Gott! Ich verstehe. Das da oben kurz scannen. So, und jetzt kann nämlich die Tür nicht mehr zugehen. Kryptosequenzer benutzen. Die 1 muss in die Mitte. 7, 1. 7, 7, 7, 1, 7 wahrscheinlich. Super. Ah, hier können wir öffnen. Sehr schön. Und es hat gespeichert. Dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.